Ich hatte zurzeit keine Vorstellung von den Schwierigkeiten, welche sich mir entgegenstellen würden. Ja, ich wusste natürlich gar nicht genau, wo diese in mysteriösen Schleier gehüllte Stadt eigentlich lag und unterschätzte die Entfernung, da die Angaben der Geografen in Hinsicht der Lage Timbuktus um hunderte von Kilometern voneinander abweichen. Der deutsche Afrikaforscher Heinrich Barth lieferte als erster Europäer eine ausführliche Beschreibung der Handelszentrale Timbuktu. Vor ihm dort gewesen waren 1826 der britische Offizier Gordon Lang und 1828 der französische Forscher René Caillet. Lang bezahlte das Betreten der islamischen Stadt, die jedem Ungläubigen verwehrt war, mit dem Leben. Heinrich Barth sprach Arabisch, reiste in der Verkleidung eines arabischen Gelehrten und genoss unter dem Namen Abdel el-Kerim zunächst großes Ansehen. Am 7. September 1853 erreichte er mit einer Karawane Timbuktu und blieb mehr als 6 Monate. Timbuktu war zunächst nur ein unscheinbarer Handelsstützpunkt der Tuareg gewesen. Aber als Hafen der Wüste und Knotenpunkt des Transsahara-Handels entwickelte es sich im Mittelalter zum größten kulturellen Zentrum des Sudan. Getauscht wurden Gold, Elfenbein und Sklaven aus dem Süden gegen das lebensnotwendige Salz aus der Sahara. Barth ist überrascht, dass kaum 5 Kilometer von der Wüstenstadt entfernt ein Fluss liegt, der Niger. Der große Strom versorgt die Stadt mit Wasser und dient als Transportweg. Alle Lebensmittel werden über den Fluss herbeigeschafft. Mittlerweile aber wird er durch die sich ausdehnende Wüste immer weiter von der Stadt fortgedrängt. Die fremdartige Lehmarchitektur der Gebäude ist es, die Barth besonders in ihren Bann zieht. Die Stadt scheint aus Sand und Staub errichtet zu sein. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert war Timbuktu nicht nur Handelszentrum, sondern auch geistiger Mittelpunkt des Islam. Eine Stadt der Gelehrten mit großen Bibliotheken und einer Universität. Zeitweise haben dort mehr als 20.000 junge Männer studiert. Ganz in ihrer Nähe wohnte Heinrich Barth. Das Haus ist erhalten. Hier lebte er immer in der Angst, als Ungläubiger erkannt und erschlagen zu werden. Aber von den ersten Stunden meines Aufenthalts in Timbuktu an war es mir einleuchtend, dass ich den Triumph, alle die mannigfaltigen Schwierigkeiten und Gefährlichkeiten des Weges überstanden zu haben, nicht in geistiger und körperlicher Ruhe genießen würde. Die Sorge war berechtigt. Sein Schicksal war lange Zeit ungewiss. Durch Intrigen religiöser Fanatiker wurde der Aufenthalt für Barth schließlich lebensgefährlich. Nur dank der Fürsprache seines Freundes Ahmed el-Bakai durfte er Timbuktu 1854 überhaupt verlassen. Mit seinen Aufzeichnungen hat er dafür gesorgt, dass die Sahara kein weißer Fleck auf der Landkarte geblieben ist.